Das sind Peter und Christian. Die beiden machen einen Feldsalat mit rote Beete und Walnüssen. Zunächst waschen sie den Feldsalat und entfernen weniger gute Blätter. Anschließend schleudern sie ihn trocken. Dann schneiden sie die gekochte und geschälte rote Beete in Stücke. Die Walnüsse werden geknackt und zerkleinert. Die größere Herausforderung ist die Zubereitung des Dressings. Peter und Christian nehmen Walnussöl, Rotweinessig und ein bisschen Balsamico. Das erste Probieren ist wenig erfreulich, doch sie nehmen es mit Humor. Es fehlt Honig. Jetzt schmeckt's deutlich besser. Zum Schluss schmecken sie das Dressing mit Pfeffer und Salz ab. Peter hat noch die Idee, den Salat mit frischem Bärlauch aus dem Garten zu verfeinern. Lasst's euch schmecken.